Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und weiter geht's im Schocktober und weiter geht's mit der Scream-Reihe. Und ja, heute geht's um Scream 4, den letzten Teil, ja, der Scream-Saga. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Um was geht's in Scream 4? Ja, Sidney Prescott. Also erstmal muss man wissen, Scream 4 kam 2011 und die anderen Filme kamen ja alle in den 90ern. Und ja, Sidney Prescott lebt jetzt mittlerweile eben ganz ja, weit weg von Woodsboro, was man auch irgendwie verstehen kann. Und ja, auf jeden Fall kehrt sie aber genau am Jahrestag der Scream-Morde, des Scream-Massakers oder Woodsboro-Massakers zurück in ihre Heimatstadt und möchte ihre Memoiren vorstellen. Ja, eben ein Buch, welches sie geschrieben hat. Und ja, allerdings passiert dann am Jahrestag natürlich das, was wir alle erwartet haben. Ein Killer bzw. Ghostface taucht wieder auf und ja, tötet alle um Sydney herum oder versucht alle um Sydney herum zu töten und jagt eben auch Sydney. Und so wiederholt sich das Woodsboro Massacre erneut. Aber es gibt neue Regeln, denn mittlerweile haben wir ja die nicht mehr die 90er, sondern mittlerweile schon 2011. Das bedeutet, wir haben neue Regeln und wir haben so eine Mischung aus Remake und Reboot und eben auch im vierten Teil der Reihe. Und ja, das Ganze verpackt mit neuem Humor, neuen Witzen, neuem ja, neuen Regeln und auch ja, neuen Morden. Jo, Freunde, so viel mal zur Story und deswegen würde ich jetzt sagen, wir legen direkt mal los mit dem, ja, Gewaltgrad. Wie hart ist der Film? Jo, also der Film ist auf jeden Fall deutlich brutaler, meiner Meinung nach, als die alten Teile. Also hier, ja, auch eine FSK 16 natürlich, Teil 2 hat ja eine FSK 18, oder hat immer noch eine FSK 18. Und, ja, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, denn der hier ist brutaler. Also ich finde den hier am brutalsten von der Reihe. Ist natürlich auch klar, er ist von 2011. Ist logisch, dass der brutaler ist als die alten Teile. Ja, also hier geht's schon wirklich, ja, hier wird schon voll drauf gehalten. Hier gibt's ein paar richtig geile Kills und ja, ich denke, hier werden Slasher-Fans auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, gerade von den Kills her. Also vom Gewaltgrad sehr gut für eine FSK 16, aber jetzt auch nicht überhart, aber er hat auf jeden Fall ein paar richtig schicke und coole Kills am Start, Freunde. Ja, soviel mal zum Gewaltgrad und ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit der Rezension. Und ja, was soll ich sagen zu Scream 4? Ich mag die Scream-Reihe. So viel jetzt mal schon mal vorweg. Ich habe jetzt die ganze Reihe gesehen und ich muss wirklich sagen, die Scream-Reihe ist wirklich so eine Filmreihe, die ja es mir angetan hat. Ich mag dieses Zusammenspiel aus Humor, Witz und dann zwischendrin wieder richtig krasse Atmosphäre und ja, brutalen Kills. Das hat einfach was und das ist wirklich sowas, was nicht jeder Film schafft, was aber viele Filme heutzutage irgendwie immer noch versuchen, aber das dann wirklich derb in die Hose geht. Aber ist ja auch egal. Zurück zu Scream 4. Ja, richtig geil gemacht auf jeden Fall. Wir haben hier wieder natürlich unsere alten Charaktere, ja, die wirklich hier auch wieder richtig gut verkörpert sind natürlich. Das Ganze wirkt einfach, ja, so ein bisschen zeitlos so ein Stück weit, weil natürlich hat man einen riesen Sprung von Scream 3, der glaube ich, oh, lasst mich lügen, ich weiß es nicht genau, ich glaube 1999 rauskam, aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Kann sein, dass ich mich jetzt hier täusche. Auf jeden Fall, haben wir hier einen riesen Zeitsprung, fast ein Jahrzehnt, also wenn er 1999 rauskam, haben wir sogar 12 Jahre dazwischen, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, es kann auch sein, dass er 2001 rauskam, klärt mich mal auf, wenn ihr das wisst. Ja, auf jeden Fall haben wir da mindestens ein Jahrzehnt dazwischen und das merkt man hier eigentlich schon, natürlich von der ganzen Machart des Films, aber trotzdem fühlt man sich direkt wieder in die 90er zurückversetzt, eben aufgrund der, ja, Scream-Atmosphäre, der ganzen Thematik und das ist hier wirklich sehr gut gelungen. Nichtsdestotrotz ist er aber auch einfach was für die neueren Zuschauer, weil er hier eben auch, ja, die Medien ein bisschen einbezieht. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber dass der Humor wird auch so ein bisschen auf Medien bezogen und das hat mir echt gut gefallen. So muss ich wirklich im Endeffekt sagen, dass sowohl die neuere Generation was damit anfangen kann, die jetzt vielleicht auch den alten Film nicht gesehen haben oder die alten Filme nicht gesehen haben, weil sie jetzt eben entweder nicht so ja, im Horrorgenre unterwegs sind oder weil sie sich eben einfach nicht für ältere Filme interessieren, gibt es ja auch. Und ja, kann schon sein, dass, also, dass sie damit dann auch was anfangen können, beziehungsweise die können damit was anfangen, weil der Film ist eben so gemacht, dass sowohl die neue Generation, ja, die eben die alten Teile nicht gesehen hat, hier mit diesem Film sehr viel Spaß haben kann, aber auch die alte Generation, beziehungsweise jetzt nicht nur die alte Generation, sondern auch die Leute, die den alten Film gesehen haben, die können mit diesem Film auch sehr viel anfangen, weil er eben meiner Meinung nach so ein
Sprung, ja, zurück macht, versetzt einen dann so ein bisschen in die 90er, geht zurück zu den Scream-Wurzeln und erzählt die Geschichte einfach richtig schön weiter. Und ja, mehr wollen wir hier auch gar nicht. Und meiner Meinung nach schafft das der Film richtig gut. Ja, wir haben hier natürlich wieder Ghostface und der macht seinen Job natürlich wieder richtig geil. Die ganze, ja, man fragt sich die ganze Zeit wieder, wer der Killer ist. Wie immer bei Scream, richtig cool gemacht das Ganze. Wir haben wieder unsere Charaktere eben wie früher, richtig cool. Ja, natürlich auch wieder denselben Humor wie früher. Wir haben wieder diese Charaktere, ihr wisst ja, die üblichen Scream-Klischee-Charaktere, kann man schon sagen. Und das haben wir hier natürlich auch wieder. Der Film ist gespickt mit ziemlich, ja, cool inszenierten Witzen, coolem Humor dazwischen. Aber auch wirklich derben Kills dann zwischendrin, die einfach richtig geil gemacht sind. Er ist sehr atmosphärisch. Wie gesagt, er ist zeitgemäß. Er passt richtig gut in, ja, unsere heutige Zeit, weil er eben auch so ein Stück weit die Medien mit einbezieht. Und ja, im Endeffekt, merkt ihr, ich schwärme von Scream 4. Und yo, Freunde, meiner Meinung nach ein richtig, richtig, richtig guter Abschluss der Reihe. Ja, ich muss echt sagen, ich fand die Original-Scream-Trilogie richtig gut, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, nein, es gibt nur die Original-Scream-Trilogie und den vierten Teil, den lasse ich einfach weg. Nein, ich finde, er gehört genauso gut oder genauso zur Scream-Trilogie dazu. Also dann eben eine Quadrilogie, er gehört einfach dazu. Er ist ein richtig guter Abschluss der Reihe, meiner Meinung nach, und ja, macht das wirklich gut. Und ich kann nicht verstehen, wenn man jetzt hier meckert oder so, weil es gibt bestimmt auch Leute, die den ja, jetzt hier nicht so feiern, weil er eben ja, eine ganze Weile danach kam. Aber meiner Meinung nach geht er wirklich sowohl fürs, ja, ältere Publikum, jetzt mal in Klammern, eben in die Richtung der Originalteile, aber auch fürs neuere Publikum, die eben die alten Teile nicht gesehen haben, schlägt da auf jeden Fall in eine coole Kerbe. Und ja, jeder kann mit diesem Film einfach Spaß haben. Und das ist im Endeffekt eben das, was mir so richtig gut gefällt bei Scream 4. Ja, Freunde, dann bin ich eigentlich durch mit meiner Review. Wie gesagt, toller atmosphärischer Slasher mit coolen Kills, in einer ordentlichen Portion Humor. Und er passt eben richtig gut zur Originaltrilogie oder ja, was heißt nicht zur Originaltrilogie, sondern eben zu den vorherigen Teilen. Und im Endeffekt ist er wirklich ein richtig guter Film geworden. Ja, Freunde, ich gebe eine ganz klare Empfehlung an Scream 4 raus. Und ich würde sagen, ihr schaut ihn euch einfach mal an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und jo, Freunde, dann bin ich auch schon wieder durch mit der Scream-Reihe hier im Schocktober. Ja, war auf jeden Fall eine coole Reihe oder ist eine coole Reihe. Hat mir viel Spaß gemacht, Freunde. Ich gebe nochmal eine ganz fette Empfehlung an die ganze Reihe raus. Schaut sie euch auf jeden Fall mal an. Ist ein richtig cooles Programm, gerade für den Schocktober. Und ja, Freunde, richtig coole Reihe auf jeden Fall. Und nochmal eine ganz fette Empfehlung. Erstens an die Reihe und zweitens an Scream 4, der mir wirklich richtig gut gefallen hat. So, Freunde, dann war's das mit dem heutigen Video und es war's mit der Scream-Reihe. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zur ganzen Reihe in die Kommentare und schreibt mir gerne eure Meinung, ja, zu meiner Review in die Kommentare. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder, natürlich im Schocktober, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, bis dahin macht's gut. Haut rein, Freunde, und euer Moviepyro 911 und lasst natürlich wie immer ein Like und ein Abo da und ciao!